Grüß Gott, ich bin der Küchenmeister Fritz Schmidt vom Hotelrestaurant zum Lamm im schönen Deutsch-Ordenstädtchen Gundelsheim am Neckar. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen bei uns. Gundelsheim liegt am schönen Neckar und hat schon sehr viele bekannte und berühmte Persönlichkeiten in seinen Mauern beherbergt. Unter anderem auch die Deutsch-Ordensritter und ein ganz wilder, in dieser Zeit war auch unser weltbekannter Ritter Götz von Berlhingen, der mit der eisernen Hand. Sie wissen doch, das war derjenige mit dem weltberühmten Zitat. Er aber sag's ihm, er soll mich am Arsch lecken. Erschrecken Sie bitte nicht über diese Worte. Bei uns sind Sie immer herzlich willkommen. Sie wissen ja, ob beim Essen oder Liebesbalzen. Der Lammwirt lässt die Zungen schnalzen. Diese Sprüche und viele mehr zieren die Fassade des ehrwürdigen Hauses an der Schlossstraße mitten in der verkehrsberuhigten Gundelsheimer Altstadt. In der Beliebtheitsskala aller deutschen Hotels landet das Hotelrestaurant zum Lamm seit Jahren immer ganz weit vorn. Die Fassade des herrlichen Fachwerkhauses sowie die Gästezimmer sind alle neu renoviert und nach unterschiedlichen Themen individuell eingerichtet, nach dem Motto, jedem Gast sein eigenes Traumzimmer. Ob exotische Gerichte der internationalen Küche oder typisch schwäbische Landesgerichte meisterlich zubereitet, Keller und Küche des im altdeutschen Stil gehaltenen Restaurants laden selbst verwöhnte Gourmets zum Genießen im unverfälschten Ambiente ein. Tagen im Grünen. Himmlisch tagen da, wo andere Urlaub machen. Das neu geschaffene Tagungscenter mit drei ebenerdigen, modern und arbeitsgerecht ausgestatteten Tagungsräumen mit Konferenz- und Medientechnik bietet großzügig Platz für jeweils bis zu 50 Teilnehmer. Das direkt am Neckar gelegene Gundelsheim lädt das ganze Jahr über zum Entspannen und Urlaub machen ein. Von den ringsum gelegenen Weinbergen, aber ganz besonders vom stolzen Schloss Horneck, dem Wahrzeichen des Deutschordenstädtchens aus, wirkt Gundelsheim wie ein Kleinod aus dem späten Mittelalter. Von hier aus hat man einen herrlichen Ausblick, kann die Landschaft genießen und sich so richtig wohlfühlen. Oder Sie schauen beim Gundelsheimer Backhaus aus dem 17. Jahrhundert vorbei und sehen zu, wie das berühmte Steinbackofenbrot zubereitet wird. Wer Lust hat, macht Ausflüge in die Umgebung oder ausgedehnte Spaziergänge durch die Gundelsheimer Weinberge. In Sichtweite von Gundelsheim entfernt steht die Burg Guttenberg, die vollständig erhaltene Stauferburg. Hier werden eine Reihe von seltenen Greifvögelarten gehegt und regelmäßig im Fluge vorgeführt. Jedes Jahr im April findet das Gundelsheimer Veteranen- und Feinschmeckertreffen statt. Beinahe 100 Teams aus der gesamten Bundesrepublik und den angrenzenden Nachbarländern treffen sich im Hotelrestaurant zum Lamm, tauschen Erfahrungen aus, genießen und erfreuen sich an den liebevoll restaurierten Oldtimern. In einem langen Konvoi geht es zuerst durch die Gundelsheimer Altstadt und dann zu einem gemeinsamen Ausritt ins Umland mit verschiedenen Zeit- und Geschicklichkeitsprüfungen. Zuschauer sind willkommen. Doch Küchenmeister Schmidt hat noch mehr zu tun. Sind wir hier in unserem Gundelsheimer Oldtimer Museum. Das ist so nach dem Kochen mein zweites Steckenpferd. Das dritte Steckenpferd sind Sprüchemacher, das haben Sie ja vielleicht schon mitgekriegt. Wir stehen jetzt vor einem Humber, und zwar ein Humber Bertelli Tourer. Das ist ein ganz seltenes Fahrzeug. Das wurde 1939 in England gebaut. Von diesem Fahrzeug wurden nachweislich nur 6 Exemplare gefertigt. Und dieses ist das einzige Exemplar, das davon überlebt hat. Also ich bin ganz stolz, das ist so eine richtig schöne Rarität. Ein Chevrolet Pickup, das ist Fahrzeug Baujahr 51, bekannt aus den alten amerikanischen Filmen. Und so als kleiner Schulbub habe ich eigentlich immer von so einem Fahrzeug geträumt. Und naja, man soll auch Träume Wirklichkeit werden lassen. Und irgendwann habe ich mir das eben erlauben können, um dann so ein Fahrzeug zu kaufen. Vorne dran ein legendäres Gogo Coupé. Und gleich nebendran ein Messerschmitt Kabinenroller. Das sind ja praktisch die Fahrzeuge, die in der Nachkriegszeit so das Motorrad abgelöst haben. Man hat ein Dach über dem Kopf, das war zwar keine richtige Fahrerei, aber zumindest war man trocken, wenn es geregnet hat. Gleich nebendran der 170er Mercedes Diesel, Baujahr 52. Wer also in der Zeit so ein Fahrzeug gefahren hat, der war dann schon ein bisschen über der anderen gestanden und ja, der hat es eigentlich schon fast geschafft gehabt damals.
Küchenmeister Schmidt organisiert alles für ihre Party, ihre Familienfeier, ihr Firmenjubiläum und für viele weitere Anlässe. Hier fühlen sich Feinschmecker wohl. Traumhafte Buffets, leckere Fleischpasteten, Fisch, schwäbische Spezialitäten und eine Vielzahl von Salat- und Dessertkompositionen. Über 30 Gold- und Silbermedaldien, zahlreiche Küchenmeister Schmidt, Ehrenpreise zeugen von der Qualität in denen der Küche, eine Vielzahl weiterer Rezepte zum Nachkochen sowie lustige Sprüche und Zeichnungen zu finden sind. Und jetzt möchten wir gern wissen, zu welcher Jahreszeit Gundelsheim ganz besonders reizvoll für ihre Gäste ist. Jede Jahreszeit hat ja ihre besonderen Reize. Wir sind eine Weinbaugemeinde, das heißt, wenn es in Herbst zugeht, ist es natürlich sehr attraktiv. Aber jetzt von uns aus gesehen, wir machen verschiedene Hausseminare, wir machen also Kosmetikseminare, wir machen Weinseminare, wir machen Kochkurse, wir machen auch Seminare für Videofilmer. Wir haben eigentlich ein ganz breites Band, wo wir anbieten. Und die Gäste schätzen das. Und für jeden ist eigentlich immer irgendetwas dabei. Und ja, die Buchungen beweisen, dass wir da auf dem richtigen Dampfer sind. Ich singe immer am Herd, eigentlich schon immer, schon jahrelang. Und wenn das dann ein bisschen zu heftig wird, dann kommt dann schon mein Mädchen vom Service oder meine Tochter und sagt, hey, nicht so laut, man hört das bis hinter ins letzte Eck im Restaurant. Der Gäste gefällt es zwar, aber wir haben auch noch ein Radio laufen. Und dann habe ich einfach mal so in einer richtig schönen Trollinger-Laune, haben wir dann beschlossen, wir singen jetzt, und zwar meine Tochter und ich, oder ich auch alleine. Und zwar nicht bloß bla bla, sondern ich habe gesagt, wenn schon, denn schon, dann muss es auch Hand und Fuß haben. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich vertone jetzt einfach einmal meinen Lebenslauf. Und so haben wir das gemacht und wir haben das dann für unsere Gäste, für unsere Stammgäste, haben wir das dann einfach anstatt eine Weihnachtskarte geschickt. Für euch, ihr lieben Leute, die Zeit gefüllt mit Glück, dazu noch viel Musik. Es führt sie mein Menü ins Land der Fantasie. Es lässt sie himmlisch sehen, auf großer Wolken gehen. Ich bin so verliebt, mein Name ist Schmidt, ich bin Chef vom Lamm, bekannt im ganzen Land. Ich bin so verliebt, mein Name ist Schmidt, ich bin Chef vom Lamm, bekannt im ganzen Land. Im Kochbuch steht von mir, dass ich sie gern verführe, den König ist der Gast, der niemals ist ne Last. Mein Charme ertränkt die Zeit und sie vom Stress befreit. Bin gern für sie der Clown, der wiederkommt im Traum. Ich bin so verliebt, mein Name ist Schmidt, ich bin Chef vom Flamm, bekannt im ganzen Land. Ich bin so verliebt, mein Name ist Schmidt, ich bin Chef vom Lamm, bekannt im ganzen Land. Im Frühling, im April, fährt jeder, der es will, zum Oldie-Treffen her, und jährlich sind es mehr. Jetzt folgt noch ein Dessert, wer möchte noch viel mehr? Hinzu noch einen Wein, ja den von Gundelsheim. Ich bin so verliebt, mein Name ist Schmidt, ich bin Chef vom Lamm, bekannt im ganzen Land. Ich bin so verliebt, mein Name ist Schmidt, ich bin Chef vom Lamm, bekannt im ganzen Land. Ich bin so verliebt, mein Name ist Schmidt, ich bin Chef vom Lamm, bekannt im ganzen Land. Ich bin so verliebt, mein Name ist Schmidt, ich bin Chef vom Lamm, bekannt im ganzen Land. Wir sind zurück an unserem Ausgangspunkt, dem Hotelrestaurant zum Lamm.
Ihr Schlusswort bitte, Küchenmeister Schmidt. Entschließen Sie sich einfach spontan, zu uns nach Gundelsheim zu kommen. Besuchen Sie eines unserer berühmten Hausseminare. Kommen Sie, genießen Sie, schlemmen Sie und fühlen Sie sich einfach wohl. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Ihr Küchenmeister Fritz Schmidt vom Hotelrestaurant zum Lamm in Gundelsheim.